Es sind zwei Ereignisse, die für die Aktienmärkte die Weichen stellen dürften und die finden schon in dieser Woche statt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind gut in dieses Jahr 2021 reingerutscht. Ich wünsche Ihnen jedenfalls das Allerbeste für dieses Jahr 2021. Für die Finanzmärkte war es ja nicht so schlecht, eben dieses Jahr 2020, obwohl die realwirtschaftliche Situation ja ein bisschen anders aussieht. Jedenfalls nochmal herzlichen Dank für viele nette Kommentare. Ich konnte nicht auf antworten, weil ich ein bisschen woanders war und mich mit anderen Dingen beschäftigt habe. Aber nochmal herzlichen Dank für all die netten Worte, manche auch weniger nett, aber man gewöhnt sich an alles, man härtet ein bisschen ab. Das gehört dazu, wenn man, naja, in der Öffentlichkeit steht, um es jetzt mal großspurig zu formulieren. Es ist eine begrenzte Öffentlichkeit, aber es ist eben eine Öffentlichkeit. However, schauen wir uns diese zwei Dinge mal an, die jetzt die Weichen stellen sollten. Da haben wir zunächst mal die Stichwahl für den US-Senat in Georgia. Extrem wichtig, denn es steht die Frage an, ob die Demokraten wirklich durchregieren können. Sie stellen den US-Präsidenten, sie haben nach wie vor trotz Verlusten die Mehrheit im US-Abgeordnetenhaus und sie würden dann, wenn sie beide Sitze in Georgia gewinnen, auf 50-50 Sitze kommen im Senat und dann das Zünglein an der Waage Kamala Harris. Das heißt, die Demokraten könnten wirklich ihre Agenda durchsetzen und jetzt finden morgen diese Wahlen statt. Jetzt kommt aber zunächst mal Donald und sagt, ja, pass auf, ich brauche noch 11.780 Stimmen. Da hat er einen Trump-Anhänger angerufen, der für die Wahl hier am 3. November zuständig war, nämlich wie Georgia für die US-Präsidentschaftswahl abgestimmt hat und hat gesagt, finde mir bitte 11.780 Stimmen. Ja, die musst du halt einfach nur suchen. Okay, dann findest du sie. Und das ist jetzt an die Öffentlichkeit gelangt durch einen Mitschnitt auch der Washington Post. Und schauen wir uns mal hier an. Georgia, dieser Bundesstaat mit 10 Millionen Einwohnern, wohl 2,5 Millionen haben jetzt schon im Vorfeld gewählt, sind also Early Voters, sind meistens per Briefwahl schon unterwegs gewesen. Aber wie Herr Bloomberg in einem Artikel zeigt, dürfte es wahrscheinlich dauern, bis wir wirklich wissen, wer diese beiden Sitze gewonnen hat in Georgia. Das könnte sich Tage, Wochen, vielleicht sogar, wenn es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, monatelang hinziehen. Hier stehen ja zwei Kandidaten im Vordergrund oder es gibt zwei Duelle. Einmal hier Loeffler gegen Warnick, diesen eher linksliberalen afroamerikanischen Demokraten. Loeffler, ein typisches weißes amerikanisches Exemplar, könnte man sagen. Sehr amerikanisch in jeder Hinsicht, absolut Trump-loyal. Und auf der anderen Seite dann Ossoff gegen Perdue. Perdue ist der Titelverteidiger sozusagen, musste sich jetzt in Quarantäne begeben. So oder so, das Rennen ist wahnsinnig knapp und dürfte, wie gesagt, nicht sofort schon am Wahltag irgendwie wirklich entschieden werden, zumal es wahrscheinlich ähnlich laufen wird wie bei der US-Wahl. Da werden vermutlich erstmal die Republikaner vorne liegen, weil die republikanischen Wähler tendenziell eher Präsenzwähler sind. Die gehen also ins Wahlbüro, während die Demokraten tendenziell eher Briefwahlen machen. Und zunächst werden meistens eben die Stimmen gezählt, die direkt vor Ort abgegeben wurden und dann die Briefwahlstimmen. Also das könnte ein ähnliches Ding sein wie jetzt bei der US-Wahl am 3. November. Und die Frage ist, was macht Trump, wenn jetzt die Demokraten auch hier gewinnen sollten? Dann wäre das ja ein Beweis dafür, dass vielleicht diese Wahlen doch nicht so gerickt waren, wie er meinte. Jedenfalls hat er jetzt Raffensperger, der für die Wahlergebnisse in Georgia offiziell verantwortlich zeichnet, will er jetzt anklagen, weil eben diese Tapes, dieses Telefonat zwischen Trump, der gesagt hat, finde mir bitte diese 11.780 Stimmen, und Raffensperger, der gesagt hat, also wir haben hier mehrfach gezählt, das ist das offizielle Endergebnis, wie soll ich da irgendwelche Stimmen herzaubern? Jedenfalls scheinen die Dinge hier weiter zu eskalieren. Trump in Rage, jetzt auch in Rage, weil eben Mitch McConnell ihn sabotiert in gewisser Weise. Trump wollte ja diese 2.000-Dollar-Schecks statt $600, aber jetzt hat Mitch McConnell einen Schachzug gemacht, der natürlich nicht unschlau ist und Trump und auch alles andere ausgebremst hat, was Trump gefordert hat. Nämlich Mitch McConnell hat gesagt, okay, Trump hatte ja drei Forderungen gehabt, nämlich die erste 2.000-Dollar-Schecks statt $600-Schecks für die Amerikaner, dann diese Abschaffung der Section 230 und dann drittens die genauere Untersuchung der US-Wahl. Und jetzt hat Mitch McConnell einfach Folgendes gemacht, der hat gesagt, ja, wir stimmen
stimmen das als Paket ab. Das heißt, es geht um alle drei Sachen gleichzeitig. Das heißt, es ist eben nicht so, dass die Demokraten hier zustimmen können, denn das würde bedeuten, sie würden zustimmen der Abschaffung der Section 230, die eben die Unabhängigkeit von Internetplattformen garantiert. Und sie würden zustimmen, dass sozusagen die Wahl offiziell angezweifelt wird in den USA. Das können die Demokraten nicht. Dementsprechend sind diese 2000-Dollar-Schecks tot. Und es ist vor allem so, dass natürlich jetzt die Spaltung zwischen Mitch McConnell und Trump immer größer wird und damit die Loyalitätskonflikte innerhalb der Republikanischen Partei immer größer werden. Und jetzt sehen wir hier die Trump-Loyalen, angeführt von Senator Cruz. Und damit kommen wir jetzt zum Mittwoch. Am 6. Januar soll ja im US-Kongress der Präsident ausgerufen werden. Und jetzt haben sich 11 republikanische Senatoren schon ausgesprochen, hier diese Wahl nicht anzuerkennen. Also das Electoral College, diese Wahlmännerstimmen nicht anzuerkennen. Aber es sind eben nur 11. Andere Republikaner haben gesagt, wir werden explizit diese Wahl anerkennen. Das würde also nicht reichen, um Trump noch im letzten Moment irgendwie doch an der Macht zu halten. Aber gelingt ihm irgendwie noch ein Coup? Das ist die Frage. Die Trump-Fans sind sich da relativ sicher. Die Mainstream-Medien sind sich da auch relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. Aber das sind potenzielle Faktoren jetzt hier, die die Märkte nochmal durchaus in Aufruhr versetzen könnten. Kommen wir eben jetzt zu den Märkten, nachdem wir die zwei Ereignisse kurz beleuchtet haben. Also Georgia kann lange dauern, bis die Ergebnisse da sind. Wäre ein absolut entscheidendes Ding für die Aktienmärkte aufgrund der veränderten Politik mit Demokraten an der Macht, durchregierend, mit höheren Unternehmenssteuern, aber auch mehr Stimulus, mit möglicherweise Einschränkungen für Tech-Unternehmen. All das sind die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und diese Tech-Unternehmen, die waren es, die im Jahr 2020 letztendlich die Märkte gerettet haben. Apple 81% gestiegen, vermutlich sind Umsatz und Gewinn auch um 81% gestiegen. Jedenfalls war das 24%, also fast ein Viertel der Gewinne des S&P, dann Amazon, dann Microsoft, also 56%, knapp 57% der gesamten Gewinne des S&P 500 ist durch diese drei Aktien erreicht worden, während die 24 besten Aktien in diesem Index nicht der Fall, wäre der Index sogar für das Jahr 2020 negativ gewesen. Hier mal eine Projektion oder eine Trendlinie, wo wir sehen, dass wir eigentlich jetzt seit direkt an einem extrem langjährigen Aufwärtstrendkanal uns entlang hangeln auf der Oberseite. Wir haben heute Morgen wieder ein typisches Montagsmuster. Die Asiaten eigentlich nicht so positiv, vor allem der Nikkei nicht, dazu gleich mehr. Aber dann macht um 8 Uhr der Future-Markt auf in Europa. Die US-Futures werden nach oben gezogen. Es ist immer das gleiche Spiel wie von Geisterhand. Werden dann also die Future-Märkte nach oben gezogen. Im Kassamarkt an der Wall Street passiert dann gar nicht mehr so viel. Was ist eigentlich der Konsens für das Jahr 2021? Erstens, seid bereit für einen ökonomischen Boom. Das ist die Grundannahme. Naja, gucken wir mal. Interest rates will rise. Die Renditen werden steigen, Inflation wird zurückkommen, der S&P 500 wird auf 4.100 bis 4.500 Punkte steigen und die Small Caps sind der neue Trade, sind praktisch die neuen Nasdaq, sind die neuen, der neue heiße Scheiß auf Deutsch gesagt. Die Small Caps waren ja besonders seit Anfang November, seit dieser Impfstoffgeschichte hier gemeldet wurde von Pfizer-BioNTech, die großen Gewinner dieser Geschichte. Stimmt diese Annahme? Das wird die Grundfrage für das Jahr 2021 sein. Beste aller Welten, da darf nicht schief gehen, da darf es keine Mutationen geben, da darf es keine Probleme mit dem Impfstoff geben. Da muss also wirklich alles funktionieren, damit diese Konsensannahme, die durchaus optimistisch ist, auch wirklich hinhaut. Schauen wir uns mal an, wie es eigentlich jetzt gelaufen ist seit April 2020. Also seit praktisch die Märkte gestiegen sind, sind Commodities vor allem gestiegen, also Rohstoffe, dann S&P 500 und dann Global Stocks. Also Rohstoffe waren sogar noch besser gewesen, aber insgesamt sehen wir, wie diese Anstiege erkauft werden, vor allem bei den Aktienmärkten, mit immer größerer Hebelung. Hier sehen wir mal die Gesamtverschuldung, also US-Regierungsschulden, Unternehmensschulden, Haushaltsschulden, Margins, also praktische Hebelung, Schuldenhebelung bei Banken, Student Loans, all diese Geschichten, also Studentenkredite. Hier sehen wir, jetzt sind wir um und bei so bei 83 Billionen Dollar. Hier unten sehen wir das Wirtschaftswachstum.
Da ist die Kurve etwas weniger steil. Wir sehen also, wir haben es mit einem hochgehebelten System zu tun. Und wir sehen gleichzeitig, dass sich die Ausländer immer mehr zurückziehen aus den Käufen von US-Schulden. Hier sehen wir mal die ausländischen Anteilshalter an US-Schulden konstant rückläufig. Jetzt nur noch im Bereich so 34%. Und wir sehen, dass der Dollar in 2020 6,7% verloren hat. Das natürlich auch eine Wechselwirkung, wenn die Ausländer sich verabschieden und nicht mehr so stark die US-Schulden kaufen, dann wird es eben auch schwer für den US-Dollar. Hier sehen wir nochmal die Leverage, also die Schuldenhebelung im System in Relation zu den Interest Rates, also zu den Leitzinsen. Und klar, je stärker die auf Null gehen, umso mehr wird gehebelt, Geld ist billig und das kommt dann solchen Herrschaften wie Tesla und Elon Musk zugute. Jetzt hat heute sich JP Morgan wieder einen großartigen Scherz erlaubt und das Kursziel von Tesla von 90 auf 105 Dollar angehoben. Sie alle wissen, dass Tesla ja um und bei 700 und ein paar zerquetschten steht. Dabei hat JP Morgan, die hier diese Anhebung gemacht haben, sonst aber sehr skeptisch sind gegenüber Tesla, sich selbst teilweise vollgesogen mit Aktien von Tesla. Wir sehen, dass insgesamt Tesla jetzt 660 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt, bei 28 Milliarden Umsatz. Jetzt hat die Firma ja kürzlich gemeldet, dass man knapp 500.000 Autos verkauft hat in 2020. Nicht wirklich eine euphorisch stimmende Meldung. Jedenfalls sehen wir, dass alle anderen Autobauer zusammen etwa gleich viel wert sind, aber 1,3 Billionen an Umsätzen generieren. Das sind also die Folgen dieser Hebelung, dieser Euphorie-Situationen, die mit billigem Geld entstehen. Das gilt auch für Bitcoin, ja auf 34.000 Dollar gestiegen jetzt, als die Märkte ansonsten tot waren. Die Kryptos laufen ja durchgängig. Hier sehen wir, dass jetzt Bitcoin praktisch das aufgeholt hat im Vergleich zum Dow Jones, was seit 2010 passiert ist. Heute Morgen dann wieder eine Bewegung von 33.400 Dollar auf unter 32.000 in wenigen Minuten. Also eine gewisse Volatilität ist hier durchaus gegeben. Kommen wir jetzt noch zu ein paar wichtigen Ereignissen jenseits der Märkte, die aber die Märkte beeinflussen. Zum Beispiel die Nikkei. Wir haben hier den neuen Ministerpräsidenten Suga, der gesagt hat, ja, wir werden wahrscheinlich auch eine Art Lockdown verhängen über Tokio, Großraum Tokio und drei andere Regionen, also praktisch das ökonomische Zentrum Japans, dürfte dann ziemlich lahmgelegt sein. Man will aber wohl die Schulen offen lassen. Hier sehen wir mal eine interessante Grafik, die den Zusammenhang zwischen Temperaturen und Corona-Infektionen bzw. Hospitalisierungen zeigt. Und wir sehen, dass es hier invertiert, dass je höher die Temperaturen sind, umso geringer sind die Hospitalisierungen. Also das wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen, weil eben die Temperaturen noch tief sind. Aber dann dürfte es so oder so, ob mit oder Impfstoff, mit oder ohne Impfstoff, eben besser werden. Und hier haben wir noch Daten aus China, China Einkaufsmanager Index. Naja, eigentlich enttäuschend, 51,9 statt 52,0 erwartet. Damit ein Rückgang zum Vormonat und Non-Manufacturing auch unter der Erwartung von 55,7. Also wir sehen, es ist jetzt nicht gerade hier das Riesenwachstum, das in China passiert. Also hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und vermisst ist der Jack Ma. Ich hatte in diesem Video Horrorjahr 2021, Perspektiven 2021, die These vertreten, dass Jack Ma bald von der Bildfläche verschwinden wird. Jetzt ist er seit über 2 Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. Es hat eigentlich auch eine angekündigte Präsenz plötzlich nicht mehr stattgefunden in einer Talentshow, die er veranstaltet. Da ist auch sein Name dann von dieser Webseite, die die Talentshow darstellt, gelöscht worden. Also der Mann hatte Schwierigkeiten, die chinesischen Behörden, die Führung in Peking wird ihm nicht verzeihen, dass er sie lächerlich gemacht hat. Ich glaube, dass Jack Ma nicht mehr großartig erscheinen wird in der Öffentlichkeit, dass er mehr oder weniger, wenn er nicht praktisch mundtot gemacht ist, dann sogar vielleicht ins Gefängnis kommen wird. Das sind die Dinge, die jetzt wahrscheinlich in 2021 passieren werden. Also, das ist zunächst mal ein kleiner Aufriss jetzt zum Start in diese Handelswoche. Wir haben positive US-Futures
Da hat wieder jemand erfolgreich an der Schraube gedreht. Wir sehen den DAX in Richtung Allzeithoch unterwegs. Aber jetzt kommen eben diese zwei Ereignisse mit Georgia. Das kann dauern, bis die Ergebnisse wirklich jetzt bekannt werden. Und wir haben am Mittwoch dann eben diesen Showdown. Wird es Trump nochmal gelingen, einen letzten Coup zu landen? Ja oder nein? Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Handelstag. Und verweise auf finanzmarktwelt.de, wenn Sie informiert sein möchten, meine Damen und Herren. Servus und ciao.